Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem heutigen Abend-Livestream. Wir sind im österreichischen Parlament, eine große Ehre heute für uns alle. Und hier hat heute stattgefunden eine tolle, tolle und wichtige Award-Verleihung, nämlich der Austrian SDG Award Sustainable Development Goals. Und wir haben vier Gewinner mit uns, vier von, glaube ich, über 20 Gewinner und einen Jurymitglied aus dem Ethikbeirat des Senats der Wirtschaft. Auch eine ganz wichtige Stimme sozusagen, die bei der Auswahl mitgewirkt hat. Das Ganze hat der Senat der Wirtschaft organisiert, wirklich eine coole, coole Veranstaltung und hier wurden viele, viele Projekte heute ausgezeichnet mit einem Award in 6 Kategorien, die sich das wirklich sehr, sehr verdient haben, die mehrere SDG-Ziele eigentlich erfüllt haben und die Jury damit überzeugt haben. Und wir gehen jetzt einige sozusagen durch und ich darf ganz kurz die Runde vorstellen. Bei mir, da links von mir ist Nikolaus Ecker von Jubit. Servus Nikolaus. Dann haben wir den Günther Bergauer, Vorsitzender des Ethikbeirats. Servus. Dann ist bei uns die Therese Imre von Markta. Hallo. Pio Strobel vom ORF. Hallo. Und last but not least Ingenieur Rupp von Gemeinde Carnuntum. Ich beginne, Nikolaus, mal bei dir. Was macht Jubitz? Wieso habt ihr euch beworben und hier einen Award abgeräumt? Was macht Jubitz? Jubitz macht einerseits Beratung, Einstieg zu Basisbildungs-, Pflichtschulabschlusskursen für Jugendliche, die entweder das österreichische Schulsystem nicht absolvieren konnten oder später nach Österreich gekommen sind. Ja. Und wir schauen dann, dass wir in die Kurse der VHS vermitteln, wo Bildungsabschluss nachholen können. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, wir beschäftigen uns viel mit innovativen Unterrichtskonzepten und versuchen, die auch direkt in den Unterricht dann mit einzubringen. Und das ist jetzt so seit 30 Jahren ungefähr die Geschichte des Jubitz, noch nicht ganz, aber und wir versuchen uns regelmäßig zu erneuern und da waren für uns jetzt vor allem so die sozialen SDGs ein zentrales Thema, aber besonders freuen wird es mir in Vorbereitung aufs nächste Jahr, weil da werden die SDGs unser großes Jahresthema sein, nämlich in den ganzen VHSen und auch für uns. Wofür steht Jubitz als Abkürzung? Jubitz steht für Jugendbildungszentrum und soll quasi den Einstieg in weitere Bildungsmaßnahmen ermöglichen, von der Basisbildung bis zum Pflichtschulabschluss und dann darüber hinaus eine Weitervermittlung. Eine Initiative der VHS? So ist es, ist eine Geschichte, die über das Unterrichtsministerium und die Stadt Wien gefördert wird und von der VHS als einer der großen Träger gibt es diese Initiative Erwachsenenbildung. Noch einmal, welche SDG? Es gibt ja, glaube ich, 17 SDGs. Welche adressiert ihr? Also logischerweise ein aufgelegtes SDG ist bei uns immer das vierte mit hochwertiger Bildung, eh klar. Ja. Aber jetzt, wenn man sich die Zusammensetzung unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen anschaut, sind es vor allem auch die sozialen SDGs wie Armut bzw. dann die Eingliederung in eine gesellschaftliche Teilhabe. Also das sind für uns so die zentralen Themen. Nämlich auf dem, was wir leisten können. In der Vermittlung spielen alle SDGs sowieso eine Rolle, ist eh klar. Überspringen jetzt, gehen gleich zur nächsten Gewinnerin. Und zwar, Therese, was macht die Markta und welche SDGs spricht sie an? Markta ist ein digitaler Bauernmarkt. Das heißt, uns geht es vor allem darum, die Produkte, die in Österreich produziert werden, von großartigen landwirtschaftlichen Klein- und Familienbetrieben vom Land in die Stadt zu bringen. Wir haben gestartet mit einer Webplattform, wo es uns darum ging, auch die Personen wieder in den Vordergrund zu holen und zu zeigen, wer steht eigentlich hinter unseren Lebensmitteln. Auf unserer Plattform sind mittlerweile über 400 Klein- und Betriebe mit knapp 3.500 Produkten, das heißt, da kann man schon einiges anbieten. Und jetzt seit knapp 9 Monaten bieten wir auch sozusagen das Fulfillment an, das heißt, wir bündeln die Logistik auch, das heißt, wir machen das so, dass wir das so organisieren, dass wir auch ein Kreislaufsystem haben, sozusagen in der Art und Weise, wie die Produkte vom Feld auf den Teller kommen. Das Ganze funktioniert mit Mehrweg und Pfand und wir versuchen auch plastikfrei das Ganze anzubieten. Das heißt, uns geht es auch um das Thema nachhaltigen Konsum, eines der SDG-Ziele klarerweise auch da, aber auch zu überlegen, wie kann das Thema Ernährungssouveränität in Zukunft sichergestellt werden. Es ist super, dass Österreich so klein strukturiert ist, was betrifft und dass wir so eine hohe Biodiversität haben und genau das gilt es natürlich auch zu erhalten und nicht nur auf Monokulturen und Massenware zu setzen. Wann habt ihr begonnen, als Startup zu agieren? Die Idee ist
2016 herum, online sind wir seit März 2018, das heißt, es ist alles noch sehr jung und gleichzeitig zeigt es, dass das Thema so sehr jetzt auch an der Zeit ist, anzugehen, weil die Nachfrage natürlich sehr gut ist. Man trifft aber eure sozusagen Wegen, die ganz kreativ sind, auch überall. Das heißt, es gibt nicht nur diese Online-Komponente, sondern auch eine physische vor Ort. Wie funktioniert das? Genau, ein weiterer spannender Schritt für eine nachhaltige Logistik und Infrastruktur in der Stadt sind die Markter-Abholstellen. Das heißt, wir arbeiten da einerseits mit Wohngebieten, aber auch Unternehmenspartnern zusammen, sodass wir sozusagen nicht nur die Hauszustellung anbieten, sondern eben auch die Logistik bündeln und dadurch nicht nur ökologisch effizienter, sondern auch ökonomisch effizienter anbieten können. Ist so ein Produkt für eine Gemeinde auch ein spannendes Produkt und dann kommen wir dazu, mit welchem Projekt auch die Gemeinde gewonnen hat. Aber sind solche eigentlich Produkte vielleicht auch im Gemeinderaum ein spannendes Thema? Ja, selbstverständlich. Um da anzuschließen, in unserer Region, also ich vertrete nicht eine Gemeinde, sondern einen Regionalverband von 30 Gemeinden zwischen Wien und Bratislava mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Und bei uns kommt schön langsam der 24-7 Bauernladen, also dass man 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche einkaufen kann. Das Interessante ist, dass alle Vorzeigemodelle weniger Schwund durch Diebstahl haben wie normale Lebensmittelgeschäfte oder Supermärkte. Das heißt, das funktioniert sehr gut. Mit welchem Projekt hat die Gemeinde heute abgeräumt? Also wofür wurde die Auszeichnung verliehen und welche SDGs wurden da angesprochen? Ja, wir haben ein Gesamtkonzept eingereicht oder eine Gesamtdokumentation unserer Arbeit eingereicht. Das reicht von der modernsten Algenproduktionsanlage weltweit, der Firma Ecotuna, über den Energiepark Bruck an der Leiter, der erneuerbare Energie in unserer Region federführend umsetzt, also nicht nur darüber redet, sondern auch tut, bis hin zu einem Forschungsprojekt nachhaltige Transformation in unserer Region. Wie wollen wir 2040 leben und was heißt eigentlich Nachhaltigkeit für uns? Aus unserer Sicht ist das keine Verpflichtung, weil wir irgendwelche Ziele verfolgen müssen, sondern eigentlich ein spannender Prozess, weil es um ein besseres Leben geht. Also wir haben ein gutes Leben und es geht nicht darum, jetzt müssen wir, weil irgendwer sagt, das Klima wandelt sich, etwas tun und das ist alles so mühsam und schwierig, sondern es geht uns darum, Spaß an dieser Transformation zu haben. Super. Es ist natürlich super wichtig, dass solche Projekte auch in die Öffentlichkeit kommen. Kleinere Medien wie Broadcasten tun da ihre Arbeit, aber natürlich das größte Medienhaus des Landes wurde heute dafür ausgezeichnet. Viel mehr zu tun wurde in der Laudatio gesagt, als notwendig wäre. Wie wichtig ist jetzt für ORF dieses Thema der Nachhaltigkeit, der Sustainable Development Goals auch medial zu begleiten? Na, ich fange mit meinen Vorrednern an, nämlich das ist eigentlich das wichtigste Nachhaltigkeitsziel. Und wenn man die aktuelle Debatte und Friday for Future und sieht, dann gibt es eigentlich nur das Ziel 13. Ja, das ist, davon hängt unser Leben ab. Wenn, es geht ja nicht nur um Spaß, das ist schon ganz wichtig, aber es geht auch tatsächlich darum, wie überleben wir eigentlich auf dieser Erde und in dieser Welt. Ja. Und warum ist es uns wichtig? Weil wir eine Aufgabe haben als Öffentlich-Rechtlicher. Also ich finde es ganz toll, wenn es Initiativen mit dem Brutkasten gibt und wer immer so ein Bewusstsein... Viele weitere, ja. Ja, viele, viele, viele Hunderte, Gott sei Dank, Tausende vielleicht. Aber der Öffentlich-Rechtliche hat eine gesetzlich normierte Aufgabe, die er wahrzunehmen hat, nämlich für die Gesellschaft da zu sein und in der Gesellschaft da zu sein. Und wir haben begonnen mit dem Klimaschwerpunkt 2007. Nicht zur Freude von allen, kann man sagen, damals. Also der damalige Bundeskanzler war nicht erfreut und der Vizekanzler war nicht erfreut und der Präsident der Wirtschaftskammer war nicht. Das waren wenige sozusagen erfreut. Aber wir wussten und unsere Kolleginnen und Kollegen, es sind hunderte Journalisten und Journalistinnen im ORF, die sich mit der Thematik in irgendeiner Form beschäftigen. Und deshalb kommt ja das alles überhaupt zustande. Wir wussten, das wird das Thema der Zukunft und wir sind drauf geblieben, haben 10 Jahre den Klimaschutzpreis gemacht, der dann leider
von der Landwirtschafts- oder Umweltministerin eingestellt wurde, wird schon wieder kommen, vermute ich. Wir haben seit 2014 Mutter Erde als Initiative, die uns so wichtig ist wie Licht ins Dunkel, eine ganz große, nicht wegzudenkende Initiative im 47. Bestandsjahr, muss man sich vorstellen, außer mir sozusagen und dir vielleicht, kann sich gar keiner, also du kannst dir nicht vorstellen, Weihnachten ohne Licht ins Dunkel, weil du kennst es nicht ohne Licht ins Dunkel. Also das ist die Aufgabe mit eines Öffentlich-Rechtlichen und bei uns ist es in der DNA und wir hoffen und arbeiten dafür und machen sehr viel, dass Initiativen wie deine, das gesunde Lebensmittel, dass die Verschwendungsfrage aufs Tapet kommt, dass alle Facetten auch beleuchtet werden. Aber letztlich geht es darum, dass wir diese Welt von unseren Kindern nur geborgt haben. Ist so ein, klingt fast banal und tatsächlich ist es so, weil wir sind unseren Kindern verantwortlich und unseren eigenen Kindern. Und wir versuchen diese Verantwortung als Unternehmen nach innen, aber vor allem nach außen in der Kommunikation zu leben. Günther, du hast heute einen ganz spannenden Award verliehen und in deiner Laudatio betont, es gibt die Jungen, die Kleinen, die Startups, es gibt die sozusagen Etablierteren, aber es gibt die ganz Großen, die ihre Arbeit tun und die sollte man sich auch anschauen und hast die Austrian Analyst ausgezeichnet. Vielleicht ein paar Gedanken dazu, wieso diese Kategorie und Begründung zum Beispiel zu diesem Award konkret für Austrian Analyst. Sehr, sehr gerne. Ich darf vielleicht voraussetzen, warum ich überhaupt diese Position des Vorsitzenden des Ethikbeirats beim Senat der Wirtschaft wahrnehmen darf. Ich beschäftige mich im Finanzwesen seit Mitte der 90er Jahre mit der Frage Ethik und Nachhaltigkeit in der Geldanlage und habe dazu schon viele Firmen und auch viele Unternehmen und Länder gesehen, wo es darum geht, was geht nicht, was schließe ich aus, was machen Unternehmen besonders gut. Und das führt mich jetzt auch dazu, Kleinunternehmen und Großunternehmen einmal zu beachten. Ein Großunternehmen, das weltweit tätig ist, unterliegt als Konzern natürlich ganz anderen Regeln und natürlich Wirtschaft, wir haben es in den letzten 30, 40, 50 Jahren nicht anders gelernt, richtet sich auf eine Gewinnmaximierung hinaus. Und das zu Lasten sozialer und ökologischer Aspekte. Und da ist Gott sei Dank seit Mitte der 90er Jahre, wo wir das begonnen haben, bemerkbar, dass langsam, am Beginn sehr langsam, ein Umdenken stattgefunden hat. Wichtig ist immer, das sage ich auch, es sind immer die Menschen, die entscheiden. Und wenn Menschen entscheiden, warum entscheiden sie so, wie sie entscheiden? Also das Wesentliche ist immer der Mensch und sein soziales und auch sein ökologisches Umfeld. Und jetzt zur Auer. Uns war es wichtig, auch Unternehmen auszuzeichnen, die sich bemühen, wenngleich sie auch in schwierigen Phasen stecken. Denn SDGs oder die Beachtung von sozialen, ökologischen Kriterien von SDGs ist kein ausschließliches Schönwetterprogramm, sondern es ist ein Thema, das immer stattfinden muss. Und daher sind gerade Unternehmen wie die Auer in dieser Phase, in der sie sich befinden, zu motivieren. Es ist dort Bewusstsein zu schaffen und es ist da auch ein Zuspruch hier im ökologischen, aber auch im sozialen Bereich zu tun und Zusammenhalt zu fördern und sich Ziele zu setzen. Wir sagen der Auer schon, dass sie in vielen Bereichen noch sehr viel besser werden muss. Und ich denke, das ist heute ein Anfang, der damit gesetzt wird und es soll auch ein Signal sein für andere große Unternehmen, hier darüber nachzudenken. Zusammenhalt ist ein wichtiges Stichwort. Man muss sagen, dem Senat der Wirtschaft, dem Organisator des Awards zum dritten Mal findet das heuer statt, ist es ja gelungen, das ins Parlament zu holen, wo sozusagen der Zusammenhalt der Republik irgendwie demonstrativ unserer Demokratie gelebt wird.
Es war der Nationalratspräsident hier, Wolfgang Sobotka, die Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, also wirklich ganz, ganz hoher Rahmen. Wie wichtig ist es, dass wir da gemeinsam anpacken, dass dieses Zusammenhalt da ist, dass man die Vorbilder auf die Bühne holt, auch für die Bevölkerung zu Hause? Und was kann man sich von diesen Vorbildern abschauen, auch als Bürger? Was kann man im Kleinen tun, um seinen Beitrag zu leisten, ohne jetzt vielleicht ein Unternehmen zu haben oder einen Markt da zu gründen? Ja? Wer immer mag. Ja, bitte. Also, ich würde gerne sozusagen den Bogen oder die Bandbreite erweitern, weil ich glaube, dass die Politik ihre Aufgaben hat, dass sie ständig an sich selbst appelliert, mehr zu tun, finde ich gut. Es wäre gut, wenn sie es auch tun würde, einfach mutiger werden würde, nämlich nicht nur in Österreich, sondern wir reden vom europäischen oder vom Weltstandard, wir reden davon, dass der Herr Trump daran denkt, dass Amerika aussteigt aus dem Klimaschutzabkommen, dass China erklärt hat, Wirtschaftswachstum vor Umwelt. Das heißt, Europa bekommt eine völlig neue Rolle. Wir werden die Klimaführer dieser Welt werden. Ja, ohne Europa wird es keine Klimapolitikänderung geben auf der großen internationalen Ebene. Und da kann Österreich trotz der Kleinheit des Landes eine ganz besondere Rolle spielen. Und die hätte ich gern als Bürger, dass wahrgenommen wird. Und als Unternehmen ist es mir ganz wichtig, und war es in der Vergangenheit für uns ganz wichtig, nicht nur immer an die Politik zu appellieren, sondern der Zivilgesellschaft, den vielen NGOs, denen, die so wahnsinnig viel auch tun in der Bewusstseinsarbeit und meistens erstens unbedankt und zweitens gegen den Widerstand. Weil Veränderung und Reform beginnt ja meistens nicht mit Applaus, sondern mit Widerstand. Das wissen alle, die jemals in einem Unternehmen was verändert haben oder in der Gesellschaft oder in der Politik waren oder einen Regionalverband gegründet haben. Da werden auch nicht alle applaudiert haben bei dir, wie du angefangen hast. Ja, und die aber reinzuholen und denen eine Plattform, ein Gesicht, eine Öffentlichkeit, eine Bühne zu geben, das halte ich für besonders wichtig. Und ich glaube, dass zum Beispiel Mutter Erde und alle unsere Klimabemühungen so wie Licht ins Dunkel deshalb so erfolgreich ist, weil es von NGOs getragen wird. Ja, Licht ins Dunkel hat das 47. Bestandsjahr, weil die Caritas, die Diakonie, die Kinderdörfer und dabei sind und dafür garantieren, dass das Ding in Bewegung bleibt. Ja, dass es nicht der Staat, dass es nicht irgendwelchen Interessen geopfert wird, sondern dass es ständig in Bewegung bleibt. Und im Umweltbereich, und da weiß ich aus 3 Jahrzehnten Erfahrung, wovon ich rede, ja, hängt wahnsinnig viel an den NGOs, weil sie sind die nicht wahnsinnig für viele mit großer Freude, aber letztlich die sind, die das Tempo angeben und die Veränderung erst möglich machen, weil sie den Boden aufbereiten. Und wir sehen uns als Medium, du kannst ja als Broadcast-Medium für deine Startups so sehen, als die halt eine Bühne bieten, weil die Bühne letztlich für jedes Startup, für jede Initiative, für jeden Gedanken, für jede Marktinitiative, für jeden kleinen Bauern der entscheidende Faktor ist, dass er sein Tun kann und überleben kann. Ja, ich darf das vielleicht ergänzen, und zwar dahingehend, es darum, um Motivation und Vorbilder zu schaffen. Also das ist auch Mut machen, ist eines der Ziele des Ethikbeirats im Senat. Mut machen, Vorbilder schaffen. Leopold Kohr, ein wichtiger Ökonom, ein Österreicher, hat einmal gesagt, also aus dem Kleinen das Große heben. Und das ist ganz wichtig, dass man also unten bei sich selber, dann auch bei entsprechenden Organisationen auf der freiwilligen Basis. Bei der Zivilgesellschaft, man kann ruhig reinholen, das Wort Gemeinwohl auch einmal ins Wort nehmen. Wir dürfen uns das Gemeinwohl nicht wegnehmen lassen. Wir sind verantwortlich. Wohl für das Gemeine und den Zusammenhalt zu fordern, ist ein ganz wichtiger. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Rahmenbedingungen einfordern. Die muss es geben. Und ich denke aber, die kannst du wenn man schon Vorbilder geschaffen hat und weiß, wohin die Reise geht. Und da hier, dass wir mit den Initiativen im Rahmen des Senats, im Rahmen des Beirats auch hier Eckpfeiler und Schritte setzen und die Politik folgt und die Wirtschaft folgt ja angeblich immer wieder mal auch der Politik und hoffentlich in auch guten Dingen.
Das findet man auch als junges Unternehmen an dieser Bühne. Wir haben vor 2 Jahren zweimal hintereinander den Green Start, das ist ein Programm des Klima- und Energiefonds, betreut und begleitet. Und damals war der Hype des heurigen Jahres noch nicht so da und da mussten wir schon relativ viel tun und laut schreien, damit man wahrgenommen wurde. Wie ist das heutzutage? Tut man sich leicht mit einer, sage ich jetzt einmal, Impact-Idee zu realisieren? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass auf jeden Fall die Fridays for Future-Bewegung sehr viel eigentlich in der Bevölkerung allgemein auch ausgelöst hat. Und trotzdem finde ich es eben super für uns, letztendlich diese Bühne nützen zu können, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir aktivistische Bewegungen haben, von der Jugend heraus, von den Kindern und wo man wirklich auch Themen anspricht, mal oftmals vielleicht auch aggressiver, als das sonst eben sonst diplomatisch gewohnt ist. Und ich glaube, das ist sogar notwendig, um wach zu rütteln. Und gleichzeitig sehen wir es natürlich als großartige Möglichkeit, eben nicht nur zu sagen, was alles falsch läuft, sondern dadurch auch mit einer Lösung reinzugehen. Und das ist dadurch für uns deswegen so ein optimaler Zeitpunkt, auch diese Bühne zu nützen und zu sagen, hey, ich kann eigentlich jetzt schon anders einkaufen. Wir merken auch als Startup natürlich noch immer, die Leute liken uns mehr, als die sie wirklich ihre Einkaufsverhalten umstellen. Also man merkt da schon, bis jeder Konsument und jede Konsumentin auch wirklich bereit ist, umzudenken, braucht es dann doch den Convenience Faktor, wie man dann so oft sagt. Und trotzdem glaube ich daran, dass es eben daran liegt, einen langen Atem gerade als Startup zu nützen und diese ganzen Bühnen, weil angenommen wird es auf jeden Fall und wir haben ein starkes Wachstum, das sich abzeichnet und wir brauchen letztendlich auch diese Medien, um die Masse zu erreichen, um so ein neues Lebensmittelsystem aufzuziehen, weil jetzt von 3 Bauern, die bei 4 Kunden sozusagen die Lieferung machen, werden wir jetzt das Ganze auch nicht revolutionieren und das ist aber das Ziel. Kann eine Gemeinde oder ein Gemeindebund Vorbildwirkung für andere Gemeinden haben? Kann man sich rundum anschauen und sich denken, oh je, sowas wollen wir auch, vielleicht in anderen Teilen Österreichs? Unbedingt. Es ist ja so, dass auch wir woanders hinfahren und uns Dinge anschauen und für uns lernen. Und so kann man sicher auch von uns lernen, da bin ich überzeugt. Etwas, was wir explizit dafür geschaffen haben in den letzten Jahren, wir sind weltweit der einzige lokale Chapter des Club of Rome. Wir haben den Club of Rome Carnuntum bei uns gegründet, sind vom internationalen Club of Rome, vom Exekutivkomitee, wie ich weiß, informell einstimmig nach einer interessanten Diskussion anerkannt worden als Chapter, weil die Idee zu sagen, wir wollen bei uns in der Region das, was der Club of Rome auf globaler Ebene diskutiert, in der Region diskutieren und dann sagen, was heißt denn das für die Umsetzung? Ganz konkret fürs Tun. Also schon philosophieren, schon reden, schon fordern, aber in erster Linie tun. Selber tun. Und da sind wir auf einem guten Weg und haben jetzt ein Forschungsprojekt in dem Zusammenhang ins Leben gerufen, vom Land Niederösterreich großzügig gefördert, muss man auch dazu sagen, nicht so selbstverständlich in Zeiten wie diesen. Wo es darum geht, gemeinsam mit einem Zukunftsrat, mit einem regionalen Zukunftsrat, wo zufällig ausgewählte mit Bürgermeistern, mit Stakeholdern aus der Region zusammenarbeiten an der Vision Römerland Carnuntum 2040, betreut durch 2 Universitäten. Ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind und da wollen wir Modell sein für andere Regionen. Also das ist die Frage, können andere von uns lernen? Ich hoffe es. Großartig. Mit dir haben wir es, Nikolaus, begonnen, mit dir schließen wir die Diskussion ab. Ich halte dir das Mikrofon. Kann es diese Vorbildwirkung auch im Bildungsbereich geben? Wie wichtig sind solche Initiativen und vielleicht noch verbünden damit? Noch einmal wiederholt, was sind so eure Schwerpunkte für nächstes Jahr? Auf was können wir gespannt sein? Und solches Award wird wahrscheinlich auch ein Boost für eure Ziele sein für nächstes Jahr. Ich wollte was anderes anschauen, was ich jetzt gehört habe. Es war ganz viel die Rede davon, auch von gesellschaftlicher Teilhabe. Nämlich welche Möglichkeiten hat man mitzureden, mitzutun und merkt, dass ich, wenn ich an meine Zielgruppe denke, ganz viele Jugendliche mit Migration, also die eine Migrationsgeschichte oder eine Fluchtgeschichte haben, ja, die weit, weit entfernt sind von einer gesellschaftlichen Teilhabe, wie wir sie kennen. Also wenn ich heute gehört habe, dass man möglicherweise schon gelangweilt ist über die Frage parlamentarischer Demokratie oder so, ja, wo ich immer so denke, halt das, ich arbeite mit Jugendlichen, die keinen Zugang dazu haben. Ja. Also von daher finde ich es recht spannend auch, welche Optionen und Möglichkeiten man sich bei dem, wie gestaltet sich Zukunft, auch Menschen gibt, die zum Beispiel keine Staatsbürgerschaft haben. Also das halte ich für zum Beispiel ein sehr spannendes Thema, das uns insofern auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen wird. Ja.
nämlich welche Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe gibt es, ja, und dann nehme ich auch wieder in der Diskussion der ganzen Breite der SDGs, wo kann ich meine Vorstellungen, meine Ideen tatsächlich gesellschaftlich einbringen und wie will ich das machen. Also versuchen, möglichst konkret herunterzubrechen, wo kann ich wie tatsächlich mitspielen. Nicht nur drüber reden, sondern tatsächlich mitspielen in dem gesellschaftlichen Spiel sozialer Veränderung. Ne? Und das ist spannend. Gerne. Ich würde da gerne einen Satz dazu sagen, weil ich in meinem früheren beruflichen Leben letztlich als Geschäftsführer verantwortlich war für ein Projekt politische Bildung in der Basisbildung. Teilhabe auch in der Basisbildung. Ist keine Frage des geht's oder geht's nicht. Sind die Leute fähig, teilzuhaben oder nicht, sondern eine Frage der Methode, der Methodik und des Wollens. Das sind ganz spannende Erlebnisse und Erfahrungen für uns und für die Menschen in der Basisbildung gewesen. Und wir setzen das zum Beispiel in meiner Region jetzt um, indem wir in Jugendzentren Gemeinderat spielen, unter Anführungszeichen. Spannend mit 16-Jährigen, 13-Jährigen, 17-Jährigen, die normal nicht auf die Idee kommen, sich für Politik zu interessieren. Wenn die Methode passt, wenn die Menschen passen, die das tun, dann funktioniert das auch. In diesem Sinne, einfach nur tun und ausprobieren, sagen wir oft in der Startup-Szene. Herzliche Gratulation noch einmal. Vielen, vielen Dank für all das, was ihr tut. Heute eine ganz wichtige Auszeichnung für 5 Projekte, repräsentativ jetzt für 22 andere, die dieses Award gewonnen haben. Weiter so bitte. Und danke an den Senat der Wirtschaft, der das alles organisiert, an alle, die da mitgewirkt haben am heutigen Abend. Das war's für heute. Stay tuned und schaut euch die SDGs an, die Sustainable Development Goals. Beschäftigt uns alle und gründet und entwickelt sie und beteiligt euch an den Projekten und Diskussionen, weil gemeinsam können wir viel erreichen und gestalten. Und in diesem Sinne viel Spaß noch und schönen Abend. Bis morgen. Danke für die Einladung.